finde das großartig, dass wir heute über den Frauen, über den Mädchenfußball sprechen dürfen. Ich finde das großartig, dass so viele Leute da sind. Wir wollen ja was entwickeln. Deswegen ist aus meiner Sicht enorm wichtig, dass die Clubs einmal angespornt werden, etwas zu tun. Dass es vor allem über den Mädchenfußball, sprich über den Nachwuchs, dann weitergeht, die Mannschaften aufgebaut werden. Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, dass wir mal die Infrastrukturen anpassen, dass vor allem auch die Platzqualitäten, die Kabinen, die Trainingsqualität steigt dann dadurch auch, wenn die Infrastrukturen natürlich gegeben sind. Und dadurch werden natürlich dann auch die Spiele besser oder die Qualität der Spiele. Was schon natürlich wichtig wäre für die Damen auch, wenn wir jetzt von dem Mindestlohn oder Kollektivvertrag gesprochen haben, dass da eine gewisse Regelung gibt, ein Konstrukt gibt, wo sie die Damen auch eingliedern, wo sie vielleicht auch oder immer mehr Damen Zeit finden, sich wirklich rund um die Uhr um Fußball zu kümmern, so wie es die Herren können. Wenn man der Zweck gewidmet, einen kleinen Teil von diesen vielen Milliarden noch vielleicht gezielter dem Frauenfußball Zweck widmen könnte für die Struktur im Nachwuchs, im Unterbau und so weiter. Also da würde ich schon Potenzial sehen. Dankeschön.